Kabam! Da haben wir es geschafft. Da haben wir das Herrscher-Pokémon besiegt. Ich hoffe, mein Team ist noch stark genug, um das Amphira hier zu besiegen. Hoodie, komm du mal raus. Versuch du es mal. So. Wie wäre es denn mit Unheilböen? Na komm. Funkenflug. Kritisch. Mein Team war ein bisschen unterlevelt, deshalb musste das ein bisschen aufleveln. Im Offscreen-Training. Es hat ein Weilchen gedauert. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, Herrscher-Pokémon zu besiegen. Sieht jetzt natürlich kritisch aus, was das Amphira jetzt hier angeht. Aber da müssen wir jetzt natürlich nur noch überleben. Das ist natürlich gut, ist leicht gesagt, aber schwer gemacht. Doch die Lea wiederbeleben, die hat das ganz, ganz gut gemacht, wie ich denke. Die war sehr gut im Kampf gegen das Herrscher-Pokémon. Die hat das mit ihrer Attacke Furie ganz gut hinbekommen. Da kann man die auch noch mal einsetzen in dem Kampf gegen die Amphira. Jetzt ist es auch wieder ganz geheilt. Weil bei Mary bin ich mir nicht ganz so sicher. Okay, die hat jetzt noch eine Möglichkeit, vielleicht was einzusetzen. Vielleicht hat sie eine Möglichkeit, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Funkenflug, nein, sie hat keine Möglichkeit. Aber mein Maskottchen, die Lea, die wird das alles richten, ja. So, jetzt kann ich auch mal demonstrieren, wie das liebe Maskottchen hier die Attacke Finte eingesetzt hat. Furie habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, aber es war Finte. So, ja, nice, haben wir es geschafft. So, Lea hat ein paar Erfahrungspunkte und besiegt Knuckerherrscher. Kein guter Sieg ist beim, was weiß ich, gefühlten Mal, beim gefühlt 150. Mal, aber wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich gemacht. Wow! Großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium-Set überreichen. Es wurde vom Herrscher-Pokémon bewacht. Ja, das existiert wohl nicht mehr, das Herrscher-Pokémon. Dann gib mal her. Habe ich mir wohl verdient. Mit Schweiß und Blut habe ich mir das verdient. Naja, nice. Prüfung geschafft. Ich musste bloß ein bisschen leveln. Das ganze Team ist jetzt so, also jedes Pokémon ist so um 1-2 Level höher. Leas war vorher auf Level 22, ist jetzt auf Level 25, hat noch ein bisschen trainiert. Okay, jetzt habe ich das jetzt vergessen, aber die Pose, die war, wollte ich vorlesen. Die Pose für das Feuer. Ich habe noch kein Feuer-Pokémon, aber vielleicht fangen wir hier gleich eins. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Knogger natürlich. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Du hast 10 Exemplare des Items Flottball. Flottbälle wurden in der Itemstasche verstaut. Aber das ist noch nicht anders. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobil herbeirufen und Flocks an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Och, das ist schön. Das ist ein sehr gutes Geschenk. Das kann ich sehr wohl gebrauchen. Das ist für die Fortbewegung sehr hilfreich, weil ja, sonst musste ich den ganzen Weg wieder zurücklegen, müsste ich hier durch das ganze hohe Gras zurück zum Hafen und dann weiterreisen nach Menemede. Och, das dauert dann wieder eine halbe Stunde, bis ich ankomme. So kann ich jetzt auch fliegen, das ist nice. Steig den Berg hinab und zeige das Pyrium seit der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unsere Transport. So lange, bis wir herausgefunden haben, was es mit dem ominösen Seitkraft auf sich hat.
die Menschen und Pokémon an oder verbindet. Na dann, machen wir das doch. Vielleicht können wir auf dem Weg hier noch einen Knogger finden. Vielleicht lässt sich das jetzt fangen, das Herrscher-Pokémon. Das eine, die Vorentwicklung haben wir ja schon gefangen. Das haben wir im Team. Naja, also wenn es hier noch einen Knogger gäbe, da wäre ich sehr dankbar für. Und das würde ich jetzt mit reinnehmen. Aber jetzt wegen so einem Vorentwicklungstypen, da müssen wir uns jetzt nicht unbedingt anstrengen. Die sind ja alle Level 17, also ja, trainieren hätte ich jetzt nicht wirklich Bock. Hätte ich keinen Bock drauf, das von Level 17 auf mein 25er Level hoch zu trimmen. Versteht, was ich meine. Also, eher weniger. Nicht so wirklich. Route 7, na, dann zeigen wir doch mal unser Kristallchen. Oh, du hast Jahresprüfung bestanden. Das heißt, du kannst jetzt Chlorakels Pokémobil benutzen. Dann erkläre ich dir jetzt mal, wie du an einen Ort gelangst, an dem du mit den Pokémon aus dem PC spielen kannst. Aufgepasst! Öffne mit dem X-Knopf das Pokémon-Menü. Ach Gott, das Pokémon-Menü. Was rede ich hier? Berühre Pokémon-Ressort und los geht's. Ich freue mich schon auf deinen Besuch. Nein und nochmal nein. Da werde ich nicht, nein, mache ich nicht. Da gehe ich nicht nochmal hin. Könnt ihr in Pokémon-Sonne nachgucken, was ich dort gemacht habe. Oha, du hast ein Pyrium Z. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen von Chiaves Prüfung. Na, dann wollen wir mal. Und da öffnet sich der Weg zum Tunnel. Dann können wir durch den Tunnel. So, bitteschön, du kannst jetzt durch. Zum Schattendschungel der Prüfungsstätte von Captain Maho gelangst du über Route 8. Ich glaube, ich muss erstmal mein Pokémon-Team heilen gehen. Das ist geschwächt von der letzten Prüfung. Und das kann ich dort in dieser Stadt auf Avenue Royal. Ja, auf Avenue Royal. So, dann mal schnell zum Pokémon-Center. Das geht am besten mit dem lieben Tauros. Und dann können wir dort das Team heilen und dann können wir weiter. Na denn, einmal heilen bitte. Einmal wieder fit machen. Da seht ihr nochmal das Team, was bisher sauber gekämpft hat. Alles auf einen Blick. Nice. So, dann können wir weiter. Und ab geht's wieder zum Tunnel. Ein kleiner Schnitt, dann sind wir da. Und zackidi-zack, da sind wir. Ein kleiner Schnitt. Und schon auf Route 7. Wisst ihr, woran mich dieser Tunnel erinnert? Wisst ihr, woran mich dieser Tunnel sehr stark erinnert? Freunde alter Filme werden jetzt auch aufschreien. Genau, ihr, ja. Das erinnert mich stark an meinen Lieblingsfilm. Spalzbergtunnel. Ach, ein Spaltbergtunnel ist es. Das, soll ich es euch verraten, das erinnert mich stark an die Szene aus, ja, welchem Teil war das, aus Zurück in die Zukunft, Teil 2 war es ja, wo die nach 2015 reisen, die 21. Oktober 2015, ja, ich glaube, das war 2015, und dann zurückkommen und dann diese verwirrte Welt haben, wo dann als dieser, oh, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, verdammt, ich weiß schon den Namen nicht mehr, der Junge hier die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Genau das hier mit dem ewig langen Tunnel, wo Marty auf seinem Hoverboard und Biff hinterher mit dem Auto. Und der so, ich schaff's nicht, er hat mich gleich eingeholt. Und am Ende des Tunnels wartete dann nicht Mirin und Sion hier auf ihn, sondern der Doktor, der ihn mit einer Liane, mit einer Leine an bunten Flaggen abholte. Das war eine epische Szene dort im Tunnel. Ja, zurück in die Zukunft. Ich liebe es, mein Lieblingsfilm. Meine Messgeräte zeigen einen plötzlichen Anstieg der Aura-Werte an.
Oh, guten Tag, Zwergfee. Wie ging das noch gleich? Hallo da. Achso, das ist er dann wieder. Ich muss mich auch hier wieder zurechtfinden. Ich schwärme noch so von zurück in die Zukunft hier. Das nennt man also einen Tunnel. Die Bauweise ist offenbar abhängig von den Pokémon, die da am Bau beteiligt sind. Einfach faszinierend. Wer auf Insiderschaft geht und Prüfung besteht, tritt dabei mit Herrscher-Pokémon in Kontakt, die sich in eine Aura gehüllt haben. Deshalb wurde auf meinem Messgerät ein Aura-Wertanstieg angezeigt, als ich näher kam. Deine Sammlung an Kristallen ist weiter gewachsen. Das soll das heißen, dass du hast vor, die Z-Attacke zu meistern. Klar, wieso nicht? In unserer Welt gab es einst ein geheimnisvolles Licht, das dem Z-Attacken ähnelte. Bei uns kriegt man zwar keine Pokémon-Kämpfe aus, aber das Licht war dennoch sehr kostbar. Für uns. Kommandant Sionir, wir sollten langsam weiter. Damit die brillanten Mittel der Wissenschaft, die uns zur Verfügung stehen, ihr volles Potenzial entfalten können, müssen wir zunächst einen Weg finden, um sie an die Pokémon anzupassen. Wieso hat Sionir nur so einen langen Dialog? Ich kann den doch nicht ewig so sprechen. Sollte eigentlich der Nidrin eine solche Stimme geben, dann sie hat kürzere Dialoge und ihr wisst Bescheid. Verdammt. Ach, verdammt. Da habe ich ja genau falsch belegt. Dialoge. Aus diesem Grund wollen wir einen Forscher zu Rate ziehen, der sich gut mit ihnen auskennt. Das nervt so, der Dialog. Sionir. Der Kommandant redet natürlich mehr als die Untergebenen. Eieiei, da habe ich mir aber was vorgenommen. Diese Stimme ist auch nervig für mich. Sehr schwer sprechbar. So, jetzt nochmal den Tunnel genießen in voller Länge und voller Größe. Hier. Nochmal zurück in die Zukunft mäßig. Als Fanboy hier. Und zurück in die Zukunft. Nochmal hier. In voller Länge hier durch. Dun, 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 dun. Gerade noch so gehört, hätte doch. So, Insellandschaftsschild. Durch die Entwicklung wird ein Pokémon zwar stärker, aber gleichzeitig ändert sich auch der Level, denn flüssig lesen können ist auch eine Kunst. Der Meeresblick raubt einem den Atem. Ja, und an dieser Stelle haben wir in Pokémon Sonne den Modus gewechselt und sind in dieses Dingenswort gewechselt, was der Herr dort uns gerade angesprochen hat. Worauf er uns angesprochen hat. Ja. Heute nicht so wirklich Bock drauf. Und hier haben wir eine weiße Sache, die darauf hinweist, dass es von Team, sag schon, von Team, die aus der Insel in der Mitte, die dritte Insel sozusagen, die dritte von fünf. Also die fünfte Insel quasi. Du, dort, wart kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Den synchronisiere ich einfach jetzt so. Ich habe den noch nie synchronisiert. Es muss doch der Typ aus Pokémon Weiß und Schwarz 2 sein. Das habe ich leider nie gespielt und auch nie in Let's Play. Also, ja, ein neuer Charakter, eine neue Stimme. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Achromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Oder hatte ich den schon mal in Pokémon Sonne? Kann sein, dass der da schon mal an derselben Stelle stand, aber ich glaube nein. Das hätte ich gewusst, wenn der Charakter dazugekommen wäre. So. Dann sag mal mehr. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Z-Kraftring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich auch noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Der wäre
Ah, Zwergenfee, verstehe. Das merkt man sich. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir eine TM. Hier, nimm. Du erhältst die TM43 Nitro-Ladung. Jetzt brauche ich nur noch ein Feuer-Pokémon. Jetzt habe ich schon den Pyro-Stein, den Pyro-Dingens-Kristall. Und jetzt kriege ich auch noch Nitro-Ladung. Da brauche ich nur noch ein gutes Feuer-Pokémon und dann hat sich das. Dann haben wir hier ein einsatzfähiges Team mit Feuer-Pokémon. Jetzt habe ich was überblättert. Können wir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels erleichtern? Ja, die Attacke. Die Setkraft. Ist sie das, wonach ich suche? Wo trifft sie den Megaring? Hier, in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Ressort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und ich werde wohl eine Weile hierbleiben. Nun dann, Zwergfee, ich verabschiede mich. Ein sehr ungewöhnlicher Auftrag von ein paar seltsam gekleideten Gestalten wartet auf mich. Ah, der hat einen Auftrag angenommen von denen. Ah. Okay, wieder so ein linker Typ, der einfach Aufträge von denen annimmt. Nein, ein Herrscherstick habe ich schon. Vor der Inselprüfung kann nicht schaden. Kann nicht schlecht sein. Grundsätzlich kann das nicht von übel sein. Hypertank. Ja, das kann auch nicht von übel sein. Das werde ich nicht bereuen, wenn ich das noch nehme. So, du willst kämpfen, oder was? Ja, du willst kämpfen. Das ist auch gutes Training. Sich von oben auf den Gegner zu stürzen, ist eine exzellente Strategie. Zwergsversprecher. Legendär. So, da haben wir Marvin. Was? Marvin? Nee, Marvin heißt er, oder? Das ist nicht das Pokémon, oder? Nee, ist nur wirklich. Paragoni ist das. Klingt wie eine Nudelsorte. Paragoni. Hm? Kann man das essen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man Paragoni essen kann. Sieht er zumindest nicht aus. Ja. Klingt auch wie eine Holzart. Das könnte vielleicht schon viel eher zutreffen. Also, Mahagoni und Makaroni. Ja, ich glaube, Mahagoni trifft eher dazu. Also die Holzart, ja, sieht auch aus wie ein Stück Holz. Also, ne? Mahagoni, Makaroni. Ich freue mich schon so sehr darauf, das Thumbnail für diesen Platz zu entwickeln. Also, Zergi, was... Nee. Auch manchmal so eine Sache. Oh, wieder. Mahagoni, Makaroni, zurück in die Zukunft. Warum? Was? Naja. Ich werde schon irgendwie hinkriegen, irgendwas Tolles draus zu machen. Vielleicht lasse ich es auch irgendwie da raus. Mal sehen. Bei so einem Training-Part, bei so einem Routen-Part ist das eigentlich immer sinnvoll, da irgendwie thematisch irgendwas einzubauen oder irgendwie was Spannendes, über das ich geredet habe, hinzupacken, aber naja, mal sehen. Das ist jetzt nicht mein Problem, das mache ich dann später. Ihr werdet es ja schon sehen, ihr wisst es ja schon, ihr habt das Thumbnail ja schon gesehen, bevor ihr das Video angeklickt habt, also. Ihr wisst, ob es mir jetzt gelungen ist oder nicht. Ich denke, es ist mir gelungen. Es ist bisher noch kein Thumbnail von Pokémon Ultramond so sehr misslungen. Also, ja, ich bin optimistisch, was das angeht. So, Pikachu hat ein paar Erfahrungspunkte und erreicht Level 25. Ja, auch schön. Ein Jubiläum hier. Level 25, eine schöne Zahl. Marvin besiegt. Marvin! Dieser, was war das für ein Tier? Der Marienkäfer. Ich heiße Marvin. Nicht mit aufs Thumbnail. Nein. Das könnt ihr getrost vergessen. Nein. Vergesst es. Nee. Nur mit meiner Leiche. Kommt Marvin aufs Thumbnail. Nee. Nein, das wird zu viel, das wird zu blöd. Das kann ich nicht bringen. Nein, das artet aus. So, Ladestrahl, wenn man mich an
Pokémon, einen wilden Pokémon trainieren. Kann nicht schaden. Trompex besiegt. Seht ihr, hier gibt es schon Trompex, die Entwicklungsstufe im hohen Gras. Auch gute Pokémon hier im Gras fangen, die ins Team mit reinpassen. Hyperball. Noch sehe ich kein gutes Pokémon, aber ja, vielleicht finde ich noch eins. Ein Trompec, nein, ich brauche kein zweites. Ich habe schon eins. Lass gut sein. Pika Pika! Ja, dann meldet er sich zurück. Du bist entkommen. Na dann. Dann gab es noch eine Pokémon-Trainerin. Kämpf mit mir. Trainer gesichtet. Angriff wird eingeleitet. Ja, dann. Los geht's. Trainerhoffnung Olina in Oliana fordert sich heraus. Ja, damit. Verlusi. Los, Pikachu. Donnerschock. Ich weiß nur Donnerblitz, aber egal. Trotzdem Donnerschock. Natürlich geht Donnerblitz auch. Cooler Auge. Och, wie süß. Nee, gar nicht süß. Sieht hässlich aus. Sieht richtig hässlich aus. Geh mir weg mit deinem Verlusi. Wie kann man sowas nur mögen und im Team haben? Nein. Hässlich. Igitt. Stirb. Dankeschön. Muss nicht mal ansehen, muss nicht mal ertragen. Ich gebe mich geschlagen. Was für eine willkommene Abwechslung. Wutverdrehung. Ja. Ein Knoten in der Zunge. Das passiert auch manchmal. Oh, da ist schon Tadi. Da will ich etwa mit uns kämpfen, oder was? Jetzt schon. Hey, Zwerfi, kennst du das den Festivalplaza? Ich habe gehört, dass die Leute dort zusammenkommen, um Spaß zu haben. Sieh dir an, dass du schon auf dem Festivalplaza warst. Ja, aus Screen habe ich da ein bisschen was rumgewerkelt. Ich glaube, ich war auch mal in einem Part, so für 2 Sekunden mal dort. Aber nicht wirklich. Und, was meinst du, der Festivalplaza ist der Wahnsinn, oder? Selbst Opi ist begeistert. Er sagt, dass es gut ist, verschiedenen Leuten zu begegnen. Bloß wenn man so forever alone ist, wie ich so in meiner kleinen Zockerbude, dann ja, hat man auch keinen, den man irgendwie zusammen das Dingens machen könnte. Dann hat man nur diese Ersatztypen los, die halt für solche Leute wie ich da halt irgendwie in dieser Bude da rumhocken. Da wären ja sich Computer da halt dann dort animiert, die halt irgendwie mit dir sprechen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Was denn? Ich gehe jetzt ein bisschen mit meinen Punkten spielen. Also ich muss wirklich sagen, dass mit diesen Comms, also mit diesen virtuellen Mitspielern, die da rumhängen, da finde ich fast trauriger. Ich muss sagen, ja, ist die Frage. Jetzt habe ich mich da so schräg hingestellt. Bleibt das so? Jetzt einmal das Pokémon-Team heilen. Wir haben ein paar Kämpfe bestanden. Ein paar groß geschrieben wahrscheinlich. So. Das ist irgendwie kacke. Und halt so unter dem Motto, du hast keine echten Freunde im echten Leben. Deshalb müssen wir dir hier so Ersatzsachen geben. Oh, der will mit einem Ball schießen, mit einem Pokéball. Beim Gott, wie bei Pokémon-Kämpfen muss man im Ernstfall die Nerven bewahren. Ja. Erst ein Ball, nachdem ich ihn besiegt habe. Golfer Florian fordert dich raus. Hut, Hut! Wie macht der Zug? Hut, Hut! Nee, nicht ganz. Los, Pikachu! Ein Hut, Hut hätte ich auch gerne im Team. Ja, ich glaube, das ist gut. Finden wir hier noch irgendwo ein Feuer-Pokémon. Ansonsten könnte das Pokémon hier von der Prüfung, das, wie hieß es, das, dieses hässliche Entchen, dieses kleine rote Entchen. Ich habe es jetzt bestimmt hier unten eingeblendet, oder halt auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ihr werdet es schon sehen. Da wird sich bestimmt etwas finden für mein Team, ein Feuer-Pokémon. Wenn nicht, geht es vielleicht auch so. Mehrere erleichtern wir 21. Lal. Wir uns das Item. Ein Tauchball. Oh, seltene Sache. Kann man sich mal gönnen. Und so. Im Hotel passiert hier noch was. Das ist doch Gladio.
Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, wie gesagt, der plant doch was. Der will das in Ruhe lassen. Lass mich in Ruhe. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Wir haben ein paar Titel draus gemacht und gucken wir uns an. Wie ein Sky plant etwas. Ich den einfach mal, ja. Da habe ich mal einfach den Gladio und Thumbnail genommen. Also, gibt es, glaube ich, gar keinen Team Skull. Also, ja. Mein erster Part Clickbait irgendwie. Ja. Ein kleiner Bursche hier. Dann der Junge. Immer das Gleiche mit diesem Reißlaus. Sie laufen weg, bevor ich sie fangen kann. Im nächsten Moment lassen sie immer in Atem fallen, um sich leichter zu machen und zu türmen. Ja, ja, das kann passieren. Wenn Pokémon türmen. Und Pokémon fliehen, dann kann man sie halt nicht fangen. Rest des Partes. Route 5 und da haben wir auch schon die nächste Prüfung. Die nächste Inselprüfung. Schatten-Dschungel, Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Ja, und dann sage ich wohl im nächsten Part willkommen im Dschungelcamp und dann, ja, für diesen Part erstmal dümm ich noch rum. Sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwerg was verpassen wollt. Das war schnell. Soll aber auch schnell sein. Habt einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao und adios. Bis dann.